Und eben, er wird Schüler des Glasperlenspiels. Und nach dem Tod dieses Thomas von der Trave wird er auch sein Nachfolger. Er wird ein Glasperlenspielmeister, der Magister Lodi. Mhm. Das ist eigentlich mit das höchste Amt, das man in Kastalien innehaben kann. Und seine Aufgabe ist es, ein großes Jahresfestspiel zu veranstalten. In diesem Festspiel soll eigentlich die ganze Bildung des Glasperlenspiels anschaulich werden. Das findet jährlich statt? Ja. Also es ist praktisch ein großes Fest, wo man eigentlich den ganzen philosophischen Weltzusammenhang, der im Glasperlenspiel gelehrt und auch verehrt wird, anschaulich erleben kann. Es geht wirklich um ein Erlebnis. Mhm. Also natürlich, wenn man das hört, man denkt an die Bayreuther Festspiele, etwa an Richard Wagner und den großen Ring des Nibelungen, eben ein Festspielhaus, in dem eben diese Mythologie, die mythologische Welt des Ringes aufgeführt wird und in jeweils einer neuen Inszenierung auch erlebt werden kann. Und da können alle Leute dazukommen? Das ist auf Einladung. Auf Einladung. Wobei wir erfahren auch im Werk, dass dieses Glasperlenspiel offenbar eine längere Krise durchlaufen hat. Und eben dieser Josef Knecht wählt sich als Thema das chinesische Spiel. Also es wird eigentlich in chinesischen Formen, in Formen der chinesischen, konfuzianischen Philosophie, dieser große Weltzusammenhang aufgeführt. Das hat je nach Intendant bei einer Theateraufführung dann eine andere Färbung und so. Genau. Das kann wirklich ein ganz anderes Thema sein. Aber man soll eben diesen geistigen Weltzusammenhang, diese Kosmologie eben erfahren. Wobei Hesse nie genau darlegt, was nun eigentlich das Glasperlenspiel wirklich ist. Es gibt verschiedene Deutungen dazu. Meine persönliche Deutung, wie ich es mir immer vorgestellt habe, ich habe das hier auch mitgebracht, die zum Beispiel, also das ist nur ein Zugang, die Tarotkarten, sie sind für mich ein Ausdruck des kabbalistischen Lebensbaumes. Also in der jüdischen Kabbalistik gibt es diese Vorstellung, dass die göttliche Energie über 10 verschiedene Energiestufen auf die Erde kommt, eben vom Geistigen ins Materielle geht. Und diese 10 Energiestufen werden durch verschiedene Tarot-Legarten ausgedrückt. Also es ist eigentlich immer die gleiche Symbolik, aber in einer ganz anderen Handschrift. Ja. Also es kann mal fast ikonisch sein, es kann gewaltsam eruptiv sein, es kann emotional sein, aber es ist so die gleiche Struktur in diesen 10 Energiestufen und in den geistigen Wegen, die dann die Kappen der großen Arkane ausdrücken. Was aber hat aber gesagt, auch Musik? Oder ja, man hört das auch? Oder? Man hört das auch. Es ist ein Gesamtkunstwerk von Musik, von Malerei, von Inszenierung. Also alle Künste vereinen sich, um eben diesen Weltzusammenhang des Glasperlenspieles darzustellen. Und das eben die Vorbereitung, eigentlich der Glasperlenspielmeister ist eigentlich während eines ganzen Jahres ausgelastet, das große Jahresspiel vorzubereiten. Und das wird ein Triumph. Also Josef Knecht ist derjenige, wo eigentlich dieses Glasperlenspiel zur höchsten Vollendung führt. Vielleicht etwas, das habe ich vergessen zu schildern, bevor er Glasperlenspielmeister wird. Auch das vielleicht nochmal ein Zugang zu dem, was könnte das Glasperlenspiel denn nun wirklich sein. Eben ist es sein Auftrag, in ein benediktinisches Kloster zu reisen, in dem er sich auch mehrere Jahre aufhält. Also Josef Knecht wird vom Orden, vom kastalischen Orden beauftragt, eigentlich die benediktinische Philosophie und die benediktinische, den Orden, die Theologien wirklich dann zu erforschen und trifft dort auf einen Pater Jakobus. Und dieser Pater Jakobus ist eigentlich der Historiker Jakob Burckhardt, der Basler Historiker. Und da ist eben wichtig zu sehen, der Unterschied zwischen der kastalischen Welt, die eigentlich geschichtslos ist, sondern es ist wie ein Erlebnis im Festspiel, das man hat, das man eigentlich nicht wirklich historisch fassen kann. Und dieser Bruder Jakobus ist ein berühmter Geschichtsschreiber, der sich eigentlich bemüht, die Geschichte zu verstehen. Und das schildert Hesse eben schon im Vorspruch zum Glasperlenspiel, im Vorwort. Es geht darum, eigentlich nicht nur die Geschichte der Macht oder die große Geschichten darzulegen, sondern auch die Geschichte des Irrationalen, der Ahnungen, der Träume, aber auch des Abgründigen und des Dämonischen.
Alles zusammen spielt eben zusammen in der großen Weltgeschichte. Und darum geht es eigentlich, diese geschichtliche Ebene in das Glasperlenspiel mit aufzunehmen. Also nicht nur jetzt ein philosophisches Spiel, sondern wirklich, es hat auch eine historische Fundierung. Und eben, das ist auch noch interessant, eben der Josef Knecht hat auch den Auftrag, eigentlich die Akkreditierung des kastalischen Spieles am Heiligen Stuhl zu erreichen. Also es geht eigentlich darum, um eine päpstliche Anerkennung des Glasperlenspiels. Und daran sind im Text auch die Benediktiner interessiert. Also beide merken, dass eben eine Ordenstradition, die sehr stark auf objektiven Regeln beruht und auf Offenbarung beruht, und dieses individuelle Kunstspiel eines Erlebnisses, eines Zusammenhangs in einem Festspiel, dass die beiden Welten sich ergänzen. Also der Heilige Stuhl, die katholische Welt und die Glasperlenspielwelt oder eben Kastalien, wie es heißt, irgendwo scheint es da eine Beziehung, eine Verbindung zu geben. Und das macht es natürlich sehr interessant, weil da wird das Glasperlenspiel sehr theologisch in seinem Charakter. Die Kirche wird da nicht überwunden, sondern irgendwie das Erbe wird aufgenommen und in einen neuen, größeren Zusammenhang hineingebracht, wo es neu aufleben kann. Genau, und eben, es ist eine individuelle, ganzheitliche Welterfahrung, die aber in Verbindung steht mit der christlichen und eben hier mit der buddhistischen und katholischen Tradition. Da macht Hesse eigentlich ein sehr weit gefasstes Plädoyer einer Verbindung. Also das nur eine Klammer aufmachen, also es gibst du der Vision eine Chance oder siehst du sie schon blühen irgendwo? Ich denke, man kann sie, man muss es erleben. Also Hesse würde sagen, es geht wirklich um das individuelle Erlebnis. Also überall da, wo in unserer chaotischen Welt eben wirklich in dieser Erfahrung von Abgründen, von Kriegserfahrungen, von Konflikten, wo die Welt eben alles andere ist als eine kastalische Bildungswelt, wo einem trotzdem eben hinter den Phänomenen einen Zusammenhang aufgeht und auch doch diese Harmonie, die Schönheit und auch eine kosmische Erfahrung aufgeht, überall da, würde ich sagen, ist das Glasperlenspiel am Werk. Also da, wo diese Erfahrung wird. Aber Hesse selber hat sich genau diese Frage gestellt, weil der Josef Knecht hat einen Kollegen, der auch diese kastalische Bildung macht. Er heißt De Signori. Die Namen spielen immer eine Rolle. De Signori, eben er kommt von den Signori, von den Herren. Also er kommt aus einer sehr hochgestellten Adelsfamilie. Und er steigt aus. Er bricht mit Kastalien und mit dem Spiel. Also er sagt eben, das ist eine Scheinwelt, das ist eine Kunstwelt. Er will in die reale Welt und vor allem, er will materiellen Erfolg haben. Er will eben wirklich materiell gut leben. Und lebt eigentlich wirklich dann diesen Gegenentwurf zu Kastalien, ist aber trotzdem von Kastalien geprägt. Man wird merken, wie er eigentlich dieses Bildungserlebnis nie verlässt, nie vergisst. Und auch Josef Knecht kommt nach seinem großen Triumph mit diesem chinesischen Spiel, kommt er tatsächlich immer mehr in den Konflikt mit der kastalischen Welt. Weil er wirklich sagt, eben, wir können nicht einfach nur schöne Festspiele inszenieren, sondern wir müssen uns der Weltrealität stellen. Man muss immer bedenken, Hesse schreibt dieses Werk im Zweiten Weltkrieg. Also praktisch um das Tessin herum tobt der Krieg, der immer schlimmer wird. 1943 eben dann, wo der Krieg auch immer näher gekommen ist, auch ins friedliche Tessin. Aber eben, er hat das nie vergessen, eben dann diese Zeitgenossenschaft. Und in Josef Knecht reift der Entschluss, obwohl er eigentlich die höchste Stufe erreicht hat gesellschaftlich. Er hat eben auch wirklich einen eigenen Pavillon, einen Meditationsraum. Eben, er hat eigentlich alles, einen wunderschönen Garten. Er hat wirklich die ideale Umgebung gefunden. Und trotzdem merkt er, er muss tatsächlich Kastalien wieder verlassen. Er muss ausbrechen aus dem Glasperlenspiel.